Im nächsten Beitrag geht es um eine Autorenlesung mit dem berühmten deutschen Schriftsteller Matthias Politiki, die von Trédignan organisiert wurde. With Seth. Yeah, that's Arab. Okay. Aziza, and this was a crazy name as well. Her mother invited him. Mahouzia. Mahouzia? Mahouzia? And your name? Sigolène. Sigolène? Sigolène. Pas des noms faciles, non? Strange. Français, quoi. Oui, c'est français, mais... Moi, je connais Scolène Royal. Ouais, so, als Hausherr dieses Hauses, der hier des Airbus GmbH, darf ich Sie alle herzlich willkommen heißen. Ich möchte vermeiden, eine lange Rede zu halten und auch die Ansprache jeden Einzelnen hier zu begrüßen, möchte ich vermeiden, sondern ich begrüße Sie insgesamt. Liebe Gäste, herzlich willkommen zu diesem besonderen Abend hier in diesem Haus. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind und so viel Interesse gezeigt haben für das Thema, das wir heute vor uns haben. Und ich wünsche Ihnen und uns einen schönen Abend und ich möchte eigentlich gleich an Herrn Hoffmann weitergeben. Mein Name ist Müller und ich bin vom Goethe-Institut und ich werde auch versuchen, Herrn Kästner noch in der Kürze meine Ausführungen zu übertreffen. Ich freue mich, dass es möglich ist, eine gemeinsame Veranstaltung zu machen mit Airbus und der Deutschen Schule. Wir haben das bilateral schon öfter getan, aber noch nicht im Trio und ich hoffe, dass sich künftig auch weitere Gelegenheiten ergeben, dass wir solche gemeinsamen Veranstaltungen durchführen können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, bevor das Jahr abbricht. Zuletzt noch ich als Vertreter der Deutschen Schule, Hoffmann. Ich habe den Eindruck, das wird ein ganz großer Abend. Nun, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, oder meine Vorsprecher zu wiederholen, recht herzlichen schönen Abend. Ich darf Sie willkommen heißen im Namen der Veranstalter, das ist die DST, das Goethe-Institut und der DS Airbus GmbH. Und ja, durch den Abend führen werden Sie Vertreter von Trédignan, der internationalen Multimedia-Schülerzeitung. Das ist der Ségolène. Und nun ja, bevor wir zum Hauptteil des Abends kommen, werden wir erstmal versuchen, uns einzustimmen mit einer Gruppe, die sich im Rahmen von Trédignan zusammengefunden hat. Naja, es ist das erste Mal, dass wir zusammen auftreten. Mal sehen, was das wird. Ich hoffe, es wird schön. Und den ganzen Abend lang wird Ségolène, was auch immer gesagt wird, auf Französisch übersetzen, damit auch unsere Freunde aus Frankreich folgen können. Donc, bienvenue à cette manifestation, qui a été organisée par l'École allemande de Toulouse, le Goethe-Institut et le EADS Air France. Nous remercions plus particulièrement Matthias Politiki d'être là avec nous ce soir. Il va nous présenter des extraits de ses œuvres. Donc, ce sont des membres du journal scolaire international multimédia qui anime. Et avant de commencer à lire les textes de M. Politiki, nous allons tout d'abord écouter un morceau de Mariah Carey, Hero, joué par un groupe qui s'est formé dans le cadre de Trédignan, avec Philippe Mouko Piano et Aziza, Mariosa et Cécile. Yeah.
heißt Der Bademeister. Und bei allen Texten, die wir heute vorlesen werden, werden wir sie zuerst auf Französisch lesen, damit auch die Leute, die vielleicht ein bisschen Deutsch können als Franzosen, dann folgen können, einigermaßen, wenn der Meister selbst liest. Donc, ils vont d'abord lire des poèmes en français pour que les Allemands et les Français puissent suivre. Comme ça, ils auront un peu la traduction et ça. Maître nageur annonçant la fermeture. Et vous là-dedans, espèce de cochon, écoutez-moi tous. Vous, les infirmiers crawlers, éleveurs de corbeaux et autres supermen. Vous, qui avec une magnifique régularité, vous détrempez chaque semaine vos dos velus, vos tétons errés de cul dans mon étang impunément. C'est aussi pour vous, joyeux cadavre aquatique in spe, pour vous, roi de la quille et directeur de petit déjeuner, vous qui, crâne brillant, agile et sec, nagez vers votre dernier versement de pension. Et vous, mes mères popotes à entrée réduite, vous avec vos bonnets de bain chantilly rose et blanc à fleurs, vous qui avec vos claquettements de canard d'eau chaude, pagayant bon à mal ou côte à côte, bloquez mon bassin au point que personne ne peut plus s'y serrer. Mais vous surtout, prenez garde, nymphes et sirènes Nivea, avec vos seins, bikinis qui s'agitent, avec vos déflanchements prometteurs, vos ongles à l'état insolent, qui ne venez ici que pour troubler aussi mon eau limpide. Et écoutez-moi, car il est grand temps que je vous ferme de mes propres mains, à vous tant que vous êtes le robinet. Normalerweise lese ich das Gedicht immer, um für Ruhe zu sorgen, aber das wurde jetzt hier viel besser und schöner gemacht schon. Also trotzdem, Bademeister, das Ende der Betriebszeit verkündend. He, ihr Ferkel da drin, hört alle her, ihr kraulenden Krankenpfleger, Krähenzüchter und sonstigen Supermänner, die ihr in schönster Regelmäßigkeit allwöchentlich eure behaarten Rücken, Brustwarzen und Arschfalten in meinen Teich hier ungestraft taucht. Und auch ihr seid gemeint, ihr fröhlichen Wasserleichen ins B, ihr Kegelkönige und Frühstücksdirektoren, wie ihr da glatzkopfglänzend und sehnenhurtig eurer letzten Rentenauszahlung entgegenschwimmt. Und ihr Tortentanten mit ermäßigtem Eintritt, ihr mit den rosa und weißer Blüten Badesahnehauben, die ihr schnatternd wie Warmwasserenten Jahr ein, Jahr aus nebeneinander paddelnd mein Becken blockiert, auf das an euch vorbei sich niemand drücken kann. Vor allem ihr aber habt Acht, ihr Nivea-Nymphen und Nixen mit den hin und her schwappenden Bikini-Brüsten, den hoffnungsvollen Hüftschwüngen und euren frech funkelnden Fingernägeln, die ihr hierher nur kommt, um auch dies Wässerchen zu trügen. He, hört her, denn es wird allerhöchste Zeit, dass eigenhändig ich euch samt und sonders freundlichst den Hahn abdrehe. In dem Sinne. Also ich werde mal versuchen, über den armen Mann, wie er hier sitzt, einiges zu erzählen. Ich muss jetzt das über sich ergehen lassen. Herr Politiki hat die neuere deutsche Literatur studiert, in München und in Wien. Er hat promoviert in München. Dann hat er als akademischer Rat am Institut für deutsche Philologie gearbeitet. Und dann, also das war sehr kurz, dann als freier Schriftsteller und als Lektor gelegenheitsmäßig. Er hat mehrere Romane, Gedichte und Essays veröffentlicht und besonders großen Anklang hat er gefunden mit seinem Weiberroman, der 1997 erschienen ist und dessen Fortsetzung Ein Mann von 40 Jahren. Das ist ganz neu, 2000 rausgekommen. Er wurde auch vielfach ausgezeichnet. Einige der Preise, die er erhalten hat, ist der Civitas Literaturpreis und der Bayerische Staatsförderpreis für Literatur. Und Matthias Politiki. Il a tout d'abord étudié la nouvelle littérature allemande à Munich et à Vienne.
puis il a eu une promotion à Munich. Ensuite, il a fait partie, en 88-90, il a fait partie du conseil d'académie à l'Institut pour la philologie allemande, toujours à Munich. Donc, il est devenu écrivain, il a publié, il a fait des publications indépendantes, plusieurs romans ainsi que des recueils de poèmes. Mais c'est surtout avec le livre Weiberwurm qu'il a eu le plus de succès, qui a été publié en 97. Sa suite aussi, Allemand von 40 Jahren, publié en 2000, avec beaucoup de succès. Il a eu plusieurs prix, dont le prix Civitas de littérature et le prix Bavarois pour la littérature allemande. Ich soll den Weiberroman kurz vorstellen. Okay, das ist ein Roman in drei Episoden, ursprünglich waren es vier. Jedes Lebensjahrzehnt mit einer Liebesgeschichte versehen. Der Lebensweg von Gregor Schatzschneider. Er wächst auf in der Provinz in Nordrhein-Westfalen und es verschlägt ihn dann noch in andere Städte. Stuttgart und Wien ist auch dabei. Auf die übliche Frage, ob ich hier meinen Lebenslauf leicht verkappt niedergeschrieben habe, muss ich natürlich dementieren. Nichts, gar nichts habe ich davon übernommen. Wenngleich manche Erinnerungen natürlich schon eingeflossen sind. Ja, und es sollte ursprünglich vier Teile haben. Dieser vierte Teil ist als separater Roman erschienen, den man auch als Mann von 40 Jahren dann auch separat lesen kann. Aber es ist dieselbe Hauptfigur. Und wir haben aber heute Abend aus für den Rahmen nur drei kleine Textbeispiele aus dem Weiberroman ausgewählt. Spielt 72 und 77, ist also schon eine ganze Weile her. Manches vom Zeitgeist wird man vielleicht nicht mehr verstehen, wenn man jünger ist, aber mein Gott, was soll man machen? So steht es eben drin. Ich glaube, jetzt muss immer der Französische zuerst gelesen werden, deswegen tauche ich jetzt wieder ab und das Spiel machen wir jetzt muss ich das doch. Donc, il a raconté un peu le livre Weiberwurm, comment ça se passait. Donc, en fait, c'est le héros, il s'appelle Gregor Schatzschneider. Il est en trois parties. Il se passe principalement à Munich. Donc les trois parties s'appellent Christina, Tania et Katharina. C'est l'histoire comment il arrive avec ses copines, il veut avoir des copines et ça, et quand au moment où il va les avoir, finalement il n'a plus d'intérêt pour elles. Enfin, donc il a des aussi qu'on allait d'abord lire des extraits en français, ensuite en allemand. Parce que deux ou trois de chaque livre vont d'abord du Weiberwurm et ensuite on lira aussi quelques poèmes et quelques extraits de son second livre. So, jetzt aber Tanja. Das ist aus dem zweiten Teil des Weiberromans. Tanja ist eine bezaubernde Wienerin. Eigentlich nicht so gut, sie ist sehr schön. Also, wie viele von Gregors Freunden meinen, eigentlich viel zu schön für Gregor. Hier ist Tanja. Mais à sa grande surprise, il atterrit en premier dans les bras de Felicitas Cultura, et c'était magnifiquement réussi. Parce qu'avec ça, il pouvait donner en même temps un bon exemple à Polly Wittgensteiner, qui mijotait dans la tribune pendant que Gregor faisait tourner sa petite amie, celle de Polly, sur un quelconque When a Man Loves a Woman, pendant que Gregor sentait dans tous les cheveux blancs de Felicitas que l'affaire serait facile, pendant qu'il décidait spontanément que l'affaire serait facile. Tu vas aller jusqu'où, lui susurra Tania dans le visage pendant qu'elle se laissait pousser par Peter Zawrowski sur la piste de danse, qu'elle semblait presque prendre ses dispositions, renifler son bracelet de cuir, ou faire tourner ou monter simplement, que ça marchait enfin. Oh, pas loin, dit Gregor, en lâchant Felicitas et en montrant avec ses deux index en l'air jusqu'où il voulait aller avec elle. Peu, dit Tania, en se retournant. Ça marchait, ça marchait. C'était vraiment pas loin. Mais je travaille sans filet, lui avoua Felicitas. C'est-à-dire qu'elle disait sûrement que pour toi les choses soient claires.
prends rien. » Ou quelque chose de semblable pour l'entraîner qu'on aurait souhaité être loin d'ici. Dehors, dans la nuit pluvieuse, dehors, sur les pavés luisants de la Nussdorfer Straße. Dehors. Bien sûr, c'était sûrement trop tard pour ça, et Grégor, conséquemment, était très occupé à lancer des clins d'œil à Poldi et se saouler pour rendre toute l'affaire plus belle. Non, à vrai dire, plus excitante. De toute façon, faut que tu saches, t'es mon premier. Toujours est-il qu'elle trouva ensuite une brosse à dents neuve, rose bonbon, pour lui, un gant de toilette et toutes les raisons de douter de son intérêt pour elle. T'es pas avec Lottie Vague. Vague serait et avec elle, comme par hasard. Sur quoi elle lui raconta quelque chose à propos d'un ovule qu'on devait attendre 10 minutes et que pendant ce temps-là, on pouvait jouer à « Viens faire un tour en forêt ». Sur quoi elle attrapa un des 100 chamois qui passaient leur temps à sauter de leurs arbres et grimper, se faisaient les griffes. Sur quoi elle retira la couverture d'un grand geste décidé, plaça une serviette sur le lit, disparut. On devait se mettre en position de départ sur le tissu éponge, vertueux et lumineux. Devait-on sérieusement se déshabiller complètement ou seulement jusqu'au ciel? Devait-on d'abord se doucher? Avec qui Tania pouvait-elle bien justement sentir le goût de Santal? Avant, tu traverses la forêt, lui dit une félicitas sentant le citron en lui posant derrière les bras autour du cou. À quoi ça ressemble? Vert, très vert. T'arrives près de l'eau? Bleu. Non, non, ça ne marcherait pas comme ça, l'avertit Félicitas en attrapant un de ses seins, c'est-à-dire en poussant Grégor avec une douce violence sur les draps, c'est-à-dire sur la serviette où on ne pouvait pas ne pas voir plus loin, plus longtemps, qu'elle avait un soutien-gorge beige, qui portait donc aujourd'hui encore des soutiens-gorge, qu'elle avait un collant couleur chair, des dessous méchamment serrés, déformés par le collant, un truc beige. Comment devait-on encore appeler ça? Le mieux serait sans doute petite culotte. Petite culotte, monsieur Schatzschneider ferma les yeux et souhaita. Ça ne marcherait pas comme ça, insista Felicitas, en attrapant les lunettes de Grégor. Il devait déjà répondre en détail s'il ne voulait faire le trouble fait. Sinon, on ne pourrait rien en faire pour l'interprétation. La forêt, c'était en effet son sentiment de la vie en ce moment. L'eau, c'était ses émotions face aux femmes. Et pour la suite, y trouverait-il une clé? Une clé en or, qui serait grande comme un, peu importe. Et comme il ne pouvait pas la mettre dans sa poche, il la portait sur lui la portait devant lui, par-delà les 7 montagnes, en passant chez les 7 nains, jusqu'au fond de la Sibérie, où il y avait un splendide camp de travail, où il préférerait, oh, combien être, et s'imaginer la grande porte où il... Et, Grégor, je crois que les 10 minutes sont passées. Zwei Seiten trennen uns von der Pause. Es spielt noch einmal eine Band und dann können wir, glaube ich, anfangen mit Dienst am Durst. Der zweite Teil von Gregor Schatzschneiders Lebensgeschichte spielt in Wien. Gregor ist inzwischen 23. Die 3 Teile entsprechen den Teenager, Twen und 30 Jahre. Jedes eben mit einer repräsentativ scheiternden Liebesgeschichte. Und wir sind jetzt im zweiten Teil. Gregor ist zu dem Zeitpunkt 23 Jahre. Student an der Uni, was nichts heißen mag, und mit dieser Tanja liiert. Das Gefährliche an Tanja ist, dass alle mit ihr liiert sein wollen, und weil Gregor in seinem tiefsten Herzen immer noch Gregor ist, dem die Schlüsselbeinknochen rausragen und es gar nicht glauben kann, dass ausgerechnet er mit ihr liiert ist und dass er jeden Tag eigentlich mit der Endabrechnung schwanger gehen sollte, glaubt er, es sei das Allerschlauste auf der Welt, damit schon mal anzufangen und auf dem eigenen Körper was anzufangen. Deswegen also nichts Schlaueres als andere Frauen anbaggern, nämlich genau da, wo Tanja auch immer verkehrt, im Popclub, jeden Wochenende und seine Clique auch. Das ist der Gesamtzusammenhang und so landet er letztlich auch in Armen einer Frau, wo es ihm nicht ganz gut gehen wird. Also, 2 Minuten noch.
Zu seiner großen Überraschung landete Gregor als nächstes in den Armen der Cultura Felicitas. Und ich muss nochmal betonen, es spielt in Wien, deswegen Cultura Felicitas und auch alle anderen Austriazismen, die dann vorkommen. Und das war herrlich geschickt, weil er damit gleichzeitig ein sogenanntes Exempel statuieren konnte am Wegensteiner Poldi, der auf der Empore vor sich hin köchelte, während Gregor mit seiner Poldis Dauerflamme auf irgendein When a Man Loves a Woman umschob, während Gregor in all den blonden Haaren der Felicitas roch, dass er leichtes Spiel haben würde, während er spontan beschloss, leichtes Spiel zu haben. Wie weit musst du noch gehen? Zischte ihm Tanja ins Gesicht, während sie sich vom Zawodzki-Peter auf die Tanzfläche schieben ließ. Fast schien sie Anstalten zu machen, an ihrem Lederarmband zu schnüffeln oder dran rumzudrehen oder sonst wie zu zeigen, dass es endlich klappte. Och, nicht weit, ließ Gregor die Felicitas los und markierte mit beiden Zeigefingern in der Luft, wie weit er bei ihr gehen wolle. Puh, drehte sich Tanja davon. Es klappte, es klappte. Das ist hier klingend weit. Orbat aber ohne Netz, gestand ihm die Felicitas. Das heißt, sie sagte sicher, du, dass du das schon klar ist, ich nehm aber nix. Oder was ähnlich Animierendes, das man sich am liebsten weit weggewünscht hätte. Raus in die regenraschelnde Mitternacht, raus aufs glänzende Pflaster der Nussdorfer Straße, raus. Dafür freilich war es zu spät. Und Gregor folglich sehr damit beschäftigt, dem Poldi zuzuzwinkern, die ganze Angelegenheit ein wenig schöner, nein, eigentlich schärfer zu saufen. Überhaupt, dass du es nur warst, du bist mein Erster. Immerhin fand sie dann eine frische, ferkelrosa Zahnbürste für ihn, einen gepunkteten Waschlappen und allen Anlass zu bezweifeln, dass er sich für sie interessiere. Bist nicht eben in der Lotte, zusammen der Wagesreiter Lotte. Mit der ausgerechnet. Woraufhin sie ihm was von einem Zäpfchen erzählte, auf das man 10 Minuten warten müsse und dass man währenddessen Du gehst durch einen Wald spielen könne. Woraufhin sie nach einer der 100 schwarzen Katzenhaschen, die dauernd von ihren Kratz- und Kletterbäumen untersprangen, woraufhin sie die Bettdecke mit einem entschlossenen Ruck zurückzog, ein Handtuch auf dem Laken platzierte, verschwand. Oh. Man sollte sich in Startposition begeben, aufs lindgrün leuchtende Frottee. Sollte sich allen Ernstes ausziehen, komplett oder bloß bis zur Unterhose oder sollte auch erstmal duschen. Mit wem wohl mochte Tanja gerade nach Sandlords richten? Wieso? Du gehst durch ein Wald? Schlang ihm eine nach Limonen duftende Felicitas von hinten die Arme um den Hals. Wir sichten da aus. Grün. Sehr grün. Ach, du kommst zum Wasser? Blau. Nein, nein, so ginge das nicht, monierte die Felicitas und haschte dabei nach einer ihrer 100, das heißt, drückte Gregor mit sogenannter sanfter Gewalt aufs Bettlaken, das heißt, aufs Handtuch, wo man's nicht länger übersehen konnte, dass sie einen beigen BH anhatte, erstens. Wer trug denn heutzutage noch BH? Dass sie eine hautfarbene Strumpfhose anhatte, zweitens, und darunter, drittens, bös gequetscht durch die Strumpfhose entstellt, einen beigen, wie sollte man das nun wieder nennen, am ehesten vielleicht Schlüpfer. Schlüpfer. Herr Schatzschneider schloss die Augen und wünschte sich, so ginge das nicht, insistierte die Felicitas und haschte dabei nach Gregors Brille. Er müsse schon ausführlicher antworten, wenn er kein Spielverderber sein wolle. Sonst könne man ja nirgends anfangen mit dem Interpretieren. Der Wald, das sei nämlich sein momentanes Lebensgefühl. Das Wasser, das seien seine Emotionen gegenüber Frauen. Und als nächstes fände er dort einen Schlüssel. Einen goldenen Schlüssel, der so groß sei, egal. Und da er ihn nicht einstecken könne, trage ihn vor sich her über die 7 Berge und vorbei an den 7 Zwergen bis ins hinterste Sibirien, wo es ein prächtiges Arbeitslager gäbe, in dem am liebsten jetzt schon wäre. Und er stelle sich vor das Haupttor, dass er seinen, du, Gregor, ich glaube, die 10 Minuten sauen.
Band, die Schulband, eins ihrer Stücke zum Besten geben. Au lieu de t'asseoir à l'un de ces guéridons de métal brûlant,
et de commander un gâteau aux cerises, tout simplement, et sans les grands mots. Comme si tu étais l'un de ceux qui attendent, ont le droit d'attendre. Oui, attendre un rendez-vous qui, rien que pour toi, oui, pour toi, le mec à la montre à affichage numérique, aux pieds, aux cheveux, tu peux me croire, qui rien que pour toi, aujourd'hui, de loin, aujourd'hui, oui, va arriver pour te voir aujourd'hui, avec ses cheveux noirs, ses yeux bleus et éclat de ses dents. Kashmir könnte ihr etwas bedeuten. Am 10.
einzige Künstler im Seminarbereich. So beschreibt Matthias Politiki Marietta. Sie ist die Hauptfigur seines Weiberromans des Erfolgs von letztem Jahr. Nun setzt er ihn fort im Internet. Eine Annäherung zwischen Literatur und dem neuen Medium hat er sich zum Ziel gesetzt. Derzeit seine größte Herausforderung, seit neuestem besteht seine Hauptfigur nicht nur aus Bits und Bytes, sondern auch aus Fleisch und Blut. Gekürt wurde sie von seiner Leserschaft am heimischen PC. Mit ihrem Bild und ihrem Auftritt muss er nun als Schriftsteller zurechtkommen. Ich entdecke schon, dass der Schreibprozess von Anfang an anders sein wird, weil ja leibhaftige Mariettas bereits aufgetreten sind. Im Weihnachtsschreiben. Hallo. Marietta. Seite über die Entstehung dieses Romans, wie sie auch im Internet zu finden ist und war. Und ja, vielleicht mit einer Kritik der Meinung, das zu erzählen, versuche ich jetzt zu folgen. Also, um das nochmal klar zu machen, ich bin kein Internetautor, aber das ZDF hat eben angerufen, ob ich Lust hätte, das mal auszutesten. Damals hatte ich schon den Verlagsvertrag für ein Buch in der Tasche und es ist auch als Buch konzipiert. Das ist wichtig, damit man nicht von vornherein andere Erwartungen an dieses Projekt stellt, dass es überall blitzt und blinkt und Buttons irgendwo hinführen, sondern es sollte ein Buch entstehen. Das ist so eine Art Peepshow für Intellektuelle. Die konnten eben über 2 Jahre lang über die Schulter schauen, kann ich gerade. Also, dass da eine Webkamera auf dem Schreibtisch installiert wurde, konnte ich noch verhindern. Aber trotzdem war es doch ein anderer Schreibprozess als sonst. Was wir jetzt gerade gesehen haben, das Ganze ist zum Abschluss, als dieses Buch dann auch erschienen ist, auf CD-ROM zusammengefasst worden. Wir sind also hier nicht live online, obwohl es immer noch unter der Adresse dort steht. Das ist ja das Schöne, im Internet nimmt man ja keine Marktplätze weg. Das kann da einfach weiter stehen. Aber es ist textidentisch auch auf einer CD-ROM, die vom Verlag und dem ZDF rausgegangen ist. Ja, und das ist die Deckseite. Man sieht verschiedene Foren. Es ist sehr schnell so kompliziert geworden, dass sich kein Schwein mehr ausgekannt hat. Deswegen hat das ZDF dann irgendwann mal einen Wegweiser eingerichtet. Und ich muss auch nochmal sagen, alle ausgestalterischen Sachen sind Angelegenheit dieser Fernsehstation gewesen, weil ich auch zu meiner Überraschung schon kurz nachdem wir online gegangen sind, die ersten Kritiken gekriegt habe von ganz normalen Literaturkritikern, die natürlich gesagt haben, was schreibt er denn nun? Und auch die Sätze, die das ZDF eingestellt hat, als meine eigenen genommen hat, so neu war das Medium noch, dass man gar nicht gewusst hat, was da passiert. Das ist alles gar nicht von mir, auch die Aufteilung nicht. Von mir ist nur, was unter romantisch dann tatsächlich im Roman passiert. Aber vielleicht gehen wir erstmal kurz auf den Wegweiser. Da unten. Dann sieht man, wie das alles zusammenhängt. Je pense qu'il devrait y avoir une personne qui fasse ça, ce passage. Oui. Toute seule. Ouais, mais il y a mieux pour les autres, quoi. Attends. On fait. Par exemple, il y en a une qui fait Lord now, do them have to follow. Il y en a une autre qui fait Mordia. Il y en a une autre qui fait. Bah, donne les thèmes. On va commencer comme ça, ouais. Toi, tu fais. On fait deux. Tu fais comme les autres. Ouais, voilà. Bon, on essaie ça. Ouais, bon, on commence du début. On recommence tout. Ouais, du début comme ça. Non, on est toujours comme ça parce que ça donne un peu. Ouais, bon alors la partie. Alors attends, on fait juste une seconde, on essaie de voir ce que ça donne, tu sais, ce passage. Enfin, Lord now. Ok, mais on fait 2 fois chacun, au lieu de faire tous ensemble. Ok. Ouais, allez-y. Ok, allez. C'est qui commence ça? Ben, on essaie comme ça. Ah, attendez. Appuie pas trop sur les syllabes. Bon, vas-y. Lord now. Dream that. Ça va pas aller. Vas-y, tu vas. Non, attends. Lord knows, dreams I have to follow. But don't let him know, tell them the way. Hold on, there will be tomorrow. In time, you'll find the way.
Tschüss und auf Wiedersehen und wir sehen uns dann bei unserer zweiten Ausgabe wieder mit dem Thema unsere Zukunft. Okay, goodbye. I hope we'll meet again with our next edition, which will be our future. Au revoir et à bientôt dans notre deuxième édition avec le thème notre futur. Arrivederci la prossima volta con il nostro numero. Il nostro futuro. Je ne sais pas comment on dit, putain.